Ja, das finde ich natürlich nicht so gut, dass sie dann quasi einfach aus wirtschaftlichen Gründen hinkommen, um uns, sage ich mal, auszubeuten ein bisschen auch, ne? Aber meine Lieben, willkommen beim Deutschlandkurier. Die Grünen planen ein Einwanderungsministerium, um noch mehr Migranten nach Deutschland holen zu können. Wir waren gestern in Bielefeld unterwegs und haben ein paar Passanten nach diesem Plan der Grünen befragt. Halte ich selber für nicht so schlau. Leuten sollte man helfen, aber das höchste Ziel sollte meiner Meinung nach sein, dass man es irgendwie hinbekommt, dass die Heimat sicher ist, dass sie wieder zurückkommen. Ja, das finde ich natürlich nicht so gut, dass sie dann quasi einfach aus wirtschaftlichen Gründen hinkommen, um uns, sage ich mal, auszubeuten ein bisschen auch, ne? Und sollte man natürlich auch berücksichtigen, jetzt mit der Flutkatastrophe zum Beispiel, dass man den eigenen Bürgern erstmal wieder hilft, auf die Beine zu kommen und so weiter, bevor man dann drüber nachdenkt, nach außen hin mal Hilfe zu zeigen. Ich sehe das ähnlich, außer dass man erstmal wieder den ganzen Flutopfern auf die Beine helfen sollte. Ich finde aber, dass es vielleicht alle hierher zu holen nicht unbedingt eine Lösung für alle ist, sowohl für die Leute, die hier leben, als auch dort, sondern eher vielleicht dort anzupacken und dort eben irgendwie zu helfen. Aber Leute wieder auf der anderen Seite, die schwarzen Schafe, die sagen, ja, in meinem Land, ich habe zwar, was ich brauche, aber ich gehe nach Deutschland, schmeiß meinen Pass weg und tue so, als wäre ich aus Syrien. Bin ich aber gar nicht. Und dann trotzdem hinkommen und sagen, ne, kassieren. Natürlich werden die abgeschoben nach einem Jahr oder so. Dann gehen die halt nach Belgien, wie ich gehört habe, machen da das Gleiche und dann Frankreich und so weiter. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Flüchtlinge jetzt hier noch arbeitslos sind oder so, aber mir ist es halt einfach wichtig, dass sie dann wenigstens was Gescheites machen, weil kommt immer drauf an, ne? Kann Deutschland sich das leisten oder nicht? Ja, und also generell nichts gegen Flüchtlinge, aber ja, man muss es halt auch irgendwie bewältigen können, ne? Also dafür bin ich eigentlich. Naja, das ist eine Fangfrage irgendwo. Ne? Das ist eine gute Frage. Das wird so kommen, mit Sicherheit, klar. Also, aber da ich ja wahrscheinlich die Grünen nicht wählen werde, habe ich meine Meinung ja schon kundgetan. Ne? Also, ich bin jetzt nicht zwingend dafür, dass die Migration noch erhöht wird, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Grünen dieses Programm so fahren. Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben ja genug schon.